Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute mal ein bisschen anderes Video. Ihr seht schon, ich habe gar nicht mehr meinen Avatar, ja, meinen Customized Avatar, den ich sonst immer drin habe. Ich bin hier nämlich auf einem alten Server, auf einem ganz alten Account von mir, nämlich auf den Assassinen auf der internationalen Welt 23. Das ist die Welt, wo der Assassine erschienen ist zu dem Zeitpunkt. Und ja, den hatte ich ja auch anfangs ein bisschen getestet, spiele aber hier nicht mehr aktiv drauf. Aber darum soll es auch gar nicht drehen. Kurz vorab, bevor das Video losgeht, alle Accounts, die ich besitze oder die ich mal gespielt habe oder die ich nicht mehr aktiv spiele, da habe ich mein altes Profilbild drin, ja. Entweder das oder es sind Fake-Accounts. Das kann ja auch gut sein. Es gibt ja auch genug Leute, die sich da einen Spaß draus machen und Fake-Accounts erstellen und sich als mich ausgeben. Wenn die nicht den Customized Avatar drin haben, den ich habe, ja, auf meinen Accounts, die ich aktiv spiele, dann bin das nicht ich. Dem braucht ihr auf jeden Fall keinen Glauben schenken, ja. Ansonsten, die alten Accounts haben natürlich auch kein Profilbild von mir drin und diesbezüglich, genau, spiele ich die nicht mehr. Ja, also nur den Accounts vertrauen, wo auch mein Profilbild drin zu sehen ist, nur mal vorab. Ja, und zwar sind wir hier, wie gesagt, auf der internationalen Welt 23, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir wollen uns heute mit dem Gildenfinder-Feature beschäftigen, was ja auch neu rauskam. Da wollte ich ja auch mal einen Blick reinwerfen, wie das Ganze funktioniert, und das hatte mich auf jeden Fall auch interessiert gehabt. Ich hatte, ja, ich selbst habe zwar keine Ambition, noch irgendwie großartig eine Gilde zu finden, aber auf jeden Fall wollte ich das Ganze mal ausprobieren. Wir probieren das jetzt quasi live aus. Also ich habe mich davon nicht mit diesem Feature beschäftigt. Wir gucken das gemeinsam durch und schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich habe mich da jetzt nicht vorbereitet oder so. Ich bin da selbst gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ich hatte nur schon mal gesehen, ja, wenn man auf Gilde drückt, das hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, im Stream gesehen, dann hat man jetzt hier so ganz viele, ja, Auswahlmöglichkeiten. Man hat hier einmal hier oben die Gilden, also es ist so unterteilt in drei Fenster im Prinzip. Ja, die Gilden, die man beitreten kann hier irgendwie. Das sind, glaube ich, ja, das müssten die Gilden sein, die die Voraussetzungen für mich quasi haben. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine eigene Gilde zu gründen. Und ja, die Leute, die das hier eingestellt haben, da erfülle ich quasi die Voraussetzungen. Wir erstellen aber erstmal eine eigene Gilde und danach würde ich mal sagen, joinen wir mal einfach ja, der ersten Gilde, die hier auf W23 ist, wo ich rein kann anscheinend. Man kann auch noch hier in die letzte, aber das sind wahrscheinlich alle Gilden so hier. Jo, gut, dann würde ich mal sagen, gründen wir mal unsere eigene Gilde. Ich bin hier übrigens auf dem Account, weil ich halt keine Gilde habe, aber ich habe hier ein einigermaßen gutes Level und deswegen denke ich mal hier auch ganz gute Voraussetzungen, denke ich mal, dafür, ja. Gildenfinder, wieder sehr kreativ hier, so gründen. So, und jetzt bin ich hier Leiter in der Gilde, das ist schon mal gut. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie man hier jetzt was machen kann. Ausbauten, Gildenpad, keine Ahnung. Gildenfinder, ja, das ist mein Gildenwappen hier. Geil. So, wir könnten jetzt hier einen Raid starten, Mindestlevel. Achso, kann ich das hier einstellen irgendwie? Für Beitritt benötigte Sprache, los, okay. Ah, okay. Deutsch. Mindestlevel 1. Ja, einladen. Offen für Beitritt ab Stufe 1. Okay, und das kann man jetzt wieder wegmachen. Und das war schon, oder wie? Einladen. Offen für Beitritt ab Stufe 99. Okay, das war's im Prinzip hier, oder kann man da noch mehr? Ach so, man kann dann auch noch mehrere Leute dann hier gleich hinzufügen. Okay, okay. Bis zu welchem Level geht das hier, wenn ich mal fragen darf irgendwie? Kann man hier die auch schon? Ach so, offen für Beitritt ab Stufe 666, ja. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich ziemlich schwachsinnig. Einladen. So, zack, 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 zack. Kann ich das jetzt bis zu 50 Mal machen oder wie oft geht das? Dann können nämlich alle Leute hier tatsächlich beitreten, die Stufe 1 sind. Ah, okay, weiter geht's nicht mehr. Okay, und kann ich, warte mal, jetzt muss ich nochmal testen, jetzt nehmen wir mal zwei weg. Und jetzt, wenn ich jetzt einfach eine 44 einlade. Ah, okay, dann kann ich zum Beispiel hier offen für Beitritt ab Stufe 1, kann aber auch sagen, ey, ich möchte nicht so viele Level 1, ich möchte jetzt zum Beispiel auch ein paar 200er haben und kann die dann quasi hier auch einladen. Und dann
kann man das so ein bisschen differenzieren. Okay, das ist im Prinzip der Gildenfinder und wie das Ganze funktioniert. Ah, okay, also man selbst kann halt hier, ja, für einen selbst das einstellen hier so, ne? Wie man das haben will. Und man, ja, der Gildenfinder besteht ja halt aus Suchenden und Gesuchten, ja. Und deswegen ist es ja auf beiden Seiten eigentlich ganz nice, das so abzustimmen. Und ja, übernehmen, verwerfen, kann ich, ich habe, glaube ich, nie eine Gilde gelöscht hier. Das ist ziemlich experimentell, muss ich mal sagen, wie sich das Ganze gestaltet hier. Das ist jetzt aber nur auf das Gildenwappen anscheinend. Okay, gut. Warte mal. Kann ich meine Gilde irgendwie löschen oder so? Geht das? Oder ist das jetzt. Ich muss ja irgendwie. Der Gilde muss ich ja auch irgendwie. Warte mal. Kann ich das. Ja, wo geht denn das? Das ist eine gute Frage. Wo kann man denn eine Gilde löschen hier? Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Eigentlich müsste das doch. Das ist nur für das Gildenwappen hier. Ja. Aber mehr ist da im Prinzip nicht drin. Verwerfen, Beschreibung. Nee. Aber ich dachte, im Prinzip, also eigentlich dachte ich, oh, zeigt er sogar das Durchschnitts. Ah nee, das ist mein Durchschnittslevel hier. Lul, lul. Eigentlich dachte ich, da ist noch mehr hinter dem Gildenfinder, aber im Prinzip ist das gar nicht mal so viel, wie ich gedacht hatte, ja. So. Jetzt will ich nur. Achso, Gilde verlassen. Ah, okay. Ja, moin. Gilde beitreten. Könnte ich jetzt im Prinzip auch. Muss ich nicht mal meine verlassen, ja. Also könnte man jetzt sagen, warte mal. Jetzt, ach so, ich muss hier drauf, muss und dann Gilde verlassen und dann müsste sie gelöscht werden. Zack, jetzt haben wir sie verlassen. Gilde wurde aufgelöst. Okay, die Gilde, ja, wurde aufgelöst. Schade, schade, schade. Ja, und jetzt testen wir das mal. Dadurch, dass er hier jetzt einfach so angegeben hatte, dass wir hier rein können, treten wir mal einfach bei. Zack. Ja, nice. Das ist ja, ja, die scheint ja wirklich sehr aktiv zu sein hier, die Gilde. Ja. Komm, das Video ist jetzt noch ein bisschen zu kurz. Wir gucken mal so ein bisschen durch, welche Gilden hier noch so ein bisschen aktiv sind auf dem Server. Machen wir hier einfach so ein bisschen. Gucken mal ein bisschen durch die Ehrenhalle hier. Das ist ja ein internationaler Server, heißt, wir haben jetzt nicht so viele Deutsche hier wahrscheinlich am Start beitreten. Ja, hier ist noch jemand, aber der ist auch. Können wir in den Guildenchat gucken? Nö, so richtig nicht. Ja, so. Können wir hier gleich so Gilde, ja, können wir gleich auf Gilde finden und. Gut, hier können wir aber jetzt noch nicht beitreten, weil ich meine Gilde halt erst wieder verlassen muss. Zack. So, haben wir denn hier eine deutsche Gilde? Ist Zerstörer, ja. Aber ansonsten Team Nord. Das scheint mir auch noch relativ deutsch. Ah, guck mal, hier ist noch. Gucken, ist hier jemand? Ah. Da ist jemand aktiv. Ich lass mal einfach ein Hallo da. Hallöle. Vielleicht sollte das irgendjemand durch Zufall sehen, wo ich in der Gilde war. Und das wäre ja ziemlich, ziemlich lustig irgendwie, aber ja, die meisten sind hier, glaube ich, irgendwie inaktiv. Mal gucken, haben wir noch irgendeine Gilde? Achso, ich muss dann erst mal hier drauf. Ich muss mich daran gewöhnen, weil ich das nie wirklich. Also, ich bin ja meistens immer sehr gildentreu, deswegen habe ich da auch nicht so deutsche Gilde. Ja, aber hier ist nur ein Spieler dabei. Deswegen, ja, kenne ich mich da nicht so mit aus, mit dem Gildenhopping an sich so. Deswegen muss ich da mal dreimal gucken, wo ich denn halt hingehe. Chaoskrieger, haben wir hier noch so eine Einmann-Gilde? Ja. Mal gucken. Schreibt er noch hier? Sieht er das gerade? Online ist er ja, aber im Prinzip schreibt er nichts. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier auch wieder raus. Haben wir einfach mal ein nettes Hallo dagelassen und gehen noch zur Chaoskeule. Ja, der ist auch vor 24 Stunden online gewesen. Würde ich sagen, lassen wir hier auch mal schöne Grüße da. Tach. Einfach so ein stumpfes Tach. Ja, aber die freuen sich wahrscheinlich, weil irgendjemand da war und dann wieder aus der Gilde rausgegangen ist. Aber zumindest lasse ich hier ein paar Grüße da beitreten.
glaube, das ist die gleiche Gilde gewesen, ne? Huch. War nicht so gemeint. Also man kann auch wieder mehrmals beitreten. Also man kann rein, raus, ja. So, haben wir sonst noch Zerstörer. Gut, zum Zerstörer können wir noch gehen. Ja, suche fleißig Mitstreiter. Der Zerstörer. Ja. Hallo. Einfach mal überall so ein paar Grüße da lassen. Genau, gut. Aber im Prinzip spiele ich ja nicht weiter hier auf dem Server aktiv. Deswegen braucht ihr mir da auch nicht weiter irgendwie hier was schreiben, großartig. Oder ja, mein Postfach ist sowieso jetzt bald voll. Deswegen, ja, hier wurde ich aus der Gilde. Ah, guck mal, die haben sich mittlerweile auch schon aufgelöst hier. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Gilde ich hier drin war. Ja, deswegen braucht ihr mir hier nicht großartig weiter schreiben. Das wird nicht passieren, dass ich hier auf dem Server weiter anfange, weil, wie gesagt, die Server, die ich momentan spiele, sind mehr als genug und deswegen werde ich jetzt auch aus der Gilde wieder rausgehen. Zack, aber war auf jeden Fall ganz lustig. Guck mal, hier ist ein Osternest drauf, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. So. Ja, haben wir sonst noch eine Gilde, wo relativ viele drin sind? Na gut, hier sind jetzt auch nicht so viele mit dabei. Das sieht immer mehr aus, als es eigentlich ist, aber die sind alle eingeladen hier. Ja, deswegen gehen wir auch mal wieder raus. Einfach mal, sonst mache ich das ja normalerweise nicht, aber einfach mal überall reingehen und sofort wieder rausgehen. Hier waren wir auch noch nicht drin. Mal gucken, was hier abgeht. Ja, das ist, glaube ich, mehr so international hier. Deswegen machen wir mal einen hier auf international. Greetings. Und gehen hier auch wieder raus. Ja, gut, dann war das im Prinzip das Gildensuch-Feature. Ja, mehr gibt es hier großartig nicht zu sehen. War ganz gut, dass ich hier einen Charakter genommen habe, der von der Stufe her ein bisschen höher ist. Da haben wir dann ein paar, ja, bessere Gilden auch hier, also in den Top, ja, 200, sage ich mal, vorgeschlagen worden wären. Mit Level 1 wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Ja, hier, German Dream. Ist vor 7 Tagen hier. Das letzte Mal online gewesen. Schreiben wir auch noch Grüße, falls er wiederkommt. Freut er sich. Und ja, dann soll es das soweit gewesen sein. War irgendwie ein anderes Video. War auf jeden Fall ein anderes Video. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich wollte mir das Feature auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, jetzt haben wir es zusammen gemacht. Und ja, im Prinzip gibt es jetzt gar nicht mal so viel zu sehen, großartig. Ne? Aber ist auf jeden Fall ganz nett, würde ich mal sagen. Gut, das war's soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.